Ishvara Pranidhana im Sinne von Verehrung Gottes als Mittel, um Angst und Ängste zu überwinden. Namaste und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung mit Tipps im Umgang mit Angst und Ängsten. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de und ich gebe dir viele Tipps im Umgang mit Angst und Ängsten. Diese Tipps sind letztlich auch ein spiritueller Entwicklungsprozess. Wenn du jede Woche diese Sendung anhörst, dann wirst du immer wieder Tipps bekommen. Wenn du sie umsetzt in der ganzen Woche, kommst du zu einer wunderschönen spirituellen Entwicklung. Ishvara Pranidhana, Hingabe zu Gott, eine der drei Kriya-Yogas. Ishvara Pranidhana heißt zum einen, Vertrauen zu haben, alles geschieht, wie es Gott will. Ishvara Pranidhana heißt, alles, was du tust, Gott darbringen. Ishvara Pranidhana heißt aber auch Verehrung Gottes. Warum willst du Gott verehren? Warum sollst du Gott verehren? Was hat Gott davon, wenn du ihn, sie, es verehrst? Dann könntest du auch sagen, Göttin verehren, das kosmische Bewusstsein verehren. Ich beziehe mich ja jetzt hier nicht auf eine bestimmte religiöse Tradition, sondern es geht darum, Gott, das Göttliche, eine höhere Wirklichkeit zu verehren. Warum willst du das? Braucht Gott das? Ich wurde mal gefragt von jemandem, der gesagt hat, ja, du machst Puja, Gottesverehrungsrituale. Was hat Gott davon? Antwort, Gott hat nichts davon. Aber was habe ich davon? Wenn ich Gott verehre, öffnet sich mein Herz. Wenn ich Gott verehre, öffnet sich mein Herz so, dass ich Gott spüre. Wenn ich Gott verehre, aktivieren sich auch meine Energiekanäle und ich stimme mich ein auf eine höhere Wirklichkeit. Ich spüre die göttliche Gegenwart und dann spüre ich, wie diese Kraft Gottes durch mich hindurch wirken kann. Daher, Gottesverehrung ist etwas Gutes. Wie kannst du Gott verehren? Jetzt hängt es natürlich davon ab, in welcher spirituellen Tradition du bist. In der Tradition, in der ich bin, gibt es verschiedene Weisen. Man kann Gott verehren, zum Beispiel, indem man Geschichten über Gott hört. Zum Beispiel, indem du eine heilige Schrift liest, indem du über Heilige und Weisen liest. Wenn du über das Leben von Heiligen und Weisen liest, dann bekommst du Kraft und Hingabe. Kirtan, singen, Mantra singen, eine Weise, um Gott zu verehren. Oder Vandana, Verehrung, du kannst dich verneigen. Du kannst einen Altar haben, du kannst dich so vor dem Bild Gottes verneigen oder vom Bild eines Meisters verneigen. Du kannst eine Kerze anzünden und die Kerze nicht nur anzünden auf dem Altar oder auf dem Bild eines Heiligen, du kannst sie dreimal schwenken im Uhrzeigersinn und dann darbringen. Du kannst ein Räucherstäbchen anzünden und darbringen. Du kannst ein Gebet sprechen. Du kannst ein Ritual ausführen. Zum Beispiel im Christentum ist ja die Kommunion oder das heilige Abendmahl ein Ritual. Der ganze Gottesdienst ist ein Ritual. Zum Beispiel gibt es Arati, eine Lichtzeremonie. Es gibt Pujas, es gibt Homas. Du kannst auch dein eigenes Verehrungsritual machen. Es gibt schamanistische Rituale in der Natur. Viele Möglichkeiten. Du kannst überlegen, gibt es eine Möglichkeit, Gott zu verehren, mit der du etwas anfangen kannst? Kann etwas ganz Einfaches sein, dass du dich einfach morgens und abends vor einem Bild verneigst. Sei es nur so, sei es volle Verneigung. Es kann sein, dass du eine Kerze dreimal schwenkst vor einem Bild oder ein Räucherstäbchen oder dass du überlegst, ob du vielleicht ein formelleres Ritual machst oder einfach singst, ein spirituelles Lied singst, ein Kirtan singst, ein Mantra singst. Wenn du diese Gottesverehrungen machst, entsteht Bhakti. Bhakti heißt Hingabe an Gott. Bhakti heißt Verehrung Gottes. Bhakti heißt auch Gottes Gegenwart spüren, Liebe zu Gott spüren. Wenn du über Bhakti-Praktiken Gottes Gegenwart spürst, sind Angst und Ängste weg. Ishvara Pranidhana heißt auch Vertrauen zu Gott. Und dieses Vertrauen Gottes bekommst du, indem du Gott verehrst. Indem du Gott verehrst, spürst du nämlich die göttliche Gegenwart. Wenn du die göttliche Gegenwart spürst, wovor brauchst du Angst zu haben? Wenn du weißt, hinter allem gibt es das Wirken Gottes. Wenn du weißt, hinter allem ist diese göttliche Wirklichkeit.
Vertrauen, Liebe, Einheit, Unendlichkeit.